Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zockt. So, der Glassy Express macht sich schon wieder auf die große lange Reise. Die Dampflokomotiven sind auch unterwegs. Ja, und sonst liegt hier Oberböser friedlich, wie es so liegt. Sogar mit TGW-Verbindung. Auch nicht schlecht. Und da hinten kreuzen die Züge. Aber schön, mir gefällt das Dörfchen. Ich finde es klasse. So, jetzt haben wir aber gesagt in der letzten Folge, wir machen jetzt mal wieder was in Sachen Gütern. Und da würde ich sagen, wir bringen mal hier Stecher Schleuse ein bisschen was zu beißen. Ja, die haben nichts, die haben Treibstoff, sonst haben sie nichts. Und hier Krusenfelde hat nämlich auch nichts zu essen. Die haben noch gar nichts, das wäre hier Premiere. Und Frankfurt am Main hat, glaube ich, auch nichts zu essen. Dafür haben sie hier Werkzeug und Maschinen. Das ist ja all das. Da könnten wir dann mal gucken, wo haben wir denn die Werkzeuge und Maschinen her? Woher kommen die? Kommen die von hier unten? Nein. Wo haben wir diese Fabrik? Das müsste eigentlich relativ einfach rauszufinden sein. Da ist Treibstoff. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo diese Fabrik ist. Ach, hier unten, genau, die hier. Das ist ja keine normale Fabrik, sondern dieses Depot-Fabrik-Ding. Das bringt nichts. Ich dachte gerade, dass wir vielleicht eben die Bergstrecke nutzen könnten, um hier nicht nur den Glacier fahren zu lassen, sondern auch Güterzüge, denn die machen ja nur 90 km/h. Von daher stören da die Güterzüge auch nicht. Die sind wahrscheinlich sogar ein bisschen schneller. Hier oben blinkt immer noch Stuttgart. Falls jemand das in die Kommentare geschrieben hat, wo das Problem liegen könnte. Das habe ich immer noch nicht lesen können, weil ich nehme, wie gesagt, am Stück auf. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt, weil es ist mir tatsächlich ein bisschen ein Rätsel. Hallöchen, Lokomotive. So, das wollte ich jetzt schon lange mal wieder machen, dass wir mal wieder einen Zug sehen, den wir so schon länger nicht mehr gesehen haben. Jetzt schauen wir aber wegen Futter. Also wir haben hier einen Bauernhof. Wir haben aber weit und breit keine Lebensmittelfabrik, das weiß ich. Ich habe schon mal geguckt. Die einzige, die irgendwie in der Nähe wäre, wäre die hier unten. Die ist aber auch zu weit weg. Das ist ja völlig weit weg. Nein, das machen wir anders. Und zwar ganz einfach. Hier haben wir den Bauernhof. Wir brauchen die Nahrung irgendwo hier vorne. Das heißt, wir machen hier so eine freisetzbare Industrie hin, dass hier die Lebensmittelfabrik ist und dann kriegt nämlich Frankfurt auch noch ein bisschen was zu futtern. Ich gucke nochmal sicherheitshalber. Ah, ja klar. Nee, die haben die einzige Verbindung sozusagen, die haben, ist zu diesem Depot da unten und da kriegen sie die Waren her und die Maschinen und die Werkzeuge. Also Nahrung können sie hier auch brauchen. Gut, dann machen wir mal dieses Teil hin. Ich habe immer gesagt, das ist eigentlich Cheaten. Aber wenn wir ja später sowieso auch die freisetzbaren Gebäude noch überall hinsetzen, dann können wir jetzt auch hier die Industrie eigentlich benutzen. Das ist eigentlich auch kein Ding. Wir bräuchten einmal Lebensmittelfabrik. So, das ist eigentlich meiner Meinung nach Cheaten, wenn man mit Geld spielt. Wenn man ohne Geld spielt, spielt es gar keine Rolle, weil wir bescheißen in dem Sinn ja sowieso nicht. Wir verdienen ja nichts damit. Aber wenn man mit Geld spielt, dann finde ich, wäre das irgendwie verkehrt. Weil man kann sich natürlich so einen Vorteil erschleichen. Und Cheaten ist nichts anderes wie einen Vorteil erschleichen. Jetzt wo setzen wir die hin und wie und was und wo? Industrie, Produktionslevel. Sollen wir schon mal auf die 4 gehen? Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn wir mit Liefern dann nicht so schnell nachkommen. Wir setzen sie mal auf die 3. Wir machen mal einen Kompromiss. Und haben gesagt, eher hier vorne. Vielleicht so ein bisschen abseits hier. Dann haben wir noch ein bisschen Platz für einen Bahnhof. Oder wir setzen das Teil, wisst ihr was, wir machen mal eine Kombi. Das gibt es so nämlich auch nicht vom Spiel her. Dass wir den hier hinsetzen. Und jetzt im Prinzip, wenn wir da einen Bahnhof hinsetzen, dann können wir da natürlich alles abtransportieren von dem Bahnhof. Machen wir einen Straßenanschluss auf die andere Seite. So, machen wir mal so. Schließen wir gleich mal an, sonst haben wir da oben noch mal ein Geblinke. Also, ein Geblinke haben wir sowieso schon, aber noch mehr Geblinke von wegen, dass die hier nicht angeschlossen sind. Das ist die falsche Straße. Ich hätte gerne die hier. Und dann möglichst gerade. Wäre dann in etwa so. Hier reinhängen. Zack. Und dann gehen wir hier um eine Kurve. Und möglichst gerade wieder runter. Ja, ist okay so. Und jetzt kommt hier ein großer Bahnhof hin. Der dann eben hier natürlich auch entsprechend irgendwann Erze und Kohle bringt, damit wir da Stahl bekommen. Und das dann weiter verschiffen können. So, dann haben wir tatsächlich mal so eine Kombi, die kennen wir so nicht. Haben wir so noch nicht gemacht. Bahnhof. Ja, da bräuchten wir dann natürlich schon ein bisschen was Größeres. Warum nicht die Containerstation? Sage ich, glaube ich, jedes zweite Mal. Aber das ist halt auch ein klasse Teil. 5 Gleise. Reicht das?
Wenn wir hier Nahrung... Ne, das reicht hinten und vorne nicht. Da haben wir wieder das Problem. Okay, weg mit der Containerstation. Wir nehmen den normalen. Den hier. Es gibt eigentlich fast zu wenig Güterbahnhöfe, gemordete, meiner Meinung nach. Zumindest solche, die man eben auch für größere Aktionen verwenden kann. Wie zum Beispiel den dann eben. Wo ja einerseits hier Getreide und Vieh ankommen muss. Dann gehen in verschiedene Städte die Lebensmittel. Dann haben wir hier diese Kombination eben aus Erz und Kohle. Das hier ankommen muss. Und dann muss der Stahl wieder weg und. Also wir brauchen ja definitiv Gleise. Wir machen mal, sollen wir mal 16 machen, das wäre so. Ja, ich denke mal, das müsste plus minus reichen. Wenn man jetzt wieder fragt, aber du wirst ja nie alle Gleise nutzen. Doch, werden wir. Aber vielleicht nicht mit fahrenden Zügen, sondern mit Fähigzügen. Also überall, wo wir später Bahnhöfe haben, die zu groß sind im Prinzip oder zu viele Gleise haben, da kommen dann noch Fähigzüge rauf. Gut, die Länge ist natürlich jetzt noch eher Käse. Da würde ich glaube mal die 400 Meter machen. Und dann hätten wir hier doch ein relativ ordentliches Teil. Jetzt muss ich aber schnell gucken. Gedreht bzw. gekrümmt möchte ich den jetzt ausnahmsweise mal nicht haben. Brauchen wir auch nicht, weil diese beiden Lebensmittel oder diese beiden Fabriken, die sind ja auch nicht irgendwie in ihrer Form krumm. Jetzt möchte ich hier aber möglichst nah rankommen. Wäre ich dankbar, wenn das klappt. Zack, okay. Na, das ist doch schon mal schick. Also, wir brauchen nochmal eine Straße. Die Straße hier, die wird je nachdem dann nicht allzu alt. Oder wir machen das sogar so, dass wir hier gerade runtergehen. Ja, dann gehen wir da rein. Gut, hätten wir. Bahnhof ist gebonkt. Jetzt machen wir es mal so, dass wir hier Gleise schnappen und nach da vorne gehen, damit wir hier möglichst schnell Getreide und Vieh liefern können. Jetzt könnte man sich überlegen, ob wir nicht irgendwie hier lang gehen. Und dann vielleicht unten durch, um dann hier in den Bahnhof reinzukommen. Haben wir denn hier einen Güterbahnhof? Da hinten haben wir einen. Wenn wir da... Huch, schon wieder ein Flugzeug. Die fliegen einem hier um die Ohren. Oder wenn man so, dass wir hier lang gehen. Hier haben wir noch keine Schienen. Im Prinzip Richtung Flughafen, hier ein bisschen durch Städtchen durch. Und dann hätten wir hier diesen Bahnhof. Wobei, hier müssen wir jetzt noch nicht rein. Jetzt müssen wir dran vorbei. Und dann ist eben die Frage, machen wir hier eine spezielle Linie, so ganz für sich, oder sollen wir hier nicht irgendwie dem Gleis folgen? Wenn wir dem Gleis folgen, dann hätten wir Folgendes, dass wir dann irgendwo hier raus müssten. Das könnten wir sogar relativ einfach, wenn wir hier unter der Brücke durchgehen. Das würde mir fast besser gefallen. Dann wären wir hier also auf der Seite, würden hier also durchfahren, dann kämen wir von hier, wären dann hier auf dieser Seite. Wo ist unser Bauernhof? Hier unten. Ja, da müssen wir mal gucken, wie wir da rüberkommen. Das machen wir mit einem Tunnel, würde ich vorschlagen. Gut, von hier, langer Rede, kurzer Sinn, muss im Prinzip eine Linie weg. Sehe ich das richtig? Eine Linie, die eben Getreide und Vieh bringt. Hat es da einen Denkfehler drin? Nein, ich glaube nicht. Das können wir eigentlich tatsächlich mit einem Gleis machen. Dann machen wir das mal mit einem Gleis. Terminal 1, LKW-Terminal bräuchten wir eigentlich gar keins, haben wir aber trotzdem. Jetzt brauchen wir hier aber natürlich auch eine gewisse Länge. Das wären dann 336 Meter. Das ist okay. Oberleitung auch. Das ist der gleiche, der in Oberbösa steht. Der ist schon relativ cool, finde ich. Machen wir mal so. Da müssten wir eigentlich in die Straße reinkommen, hoffe ich mal. Ich hoffe, das ist nicht zu weit weg. Wir werden es gleich sehen. Wir bauen den mal. Knappen Kollege Straße. Machen die mal plus minus so. Hier mit einer Kurve. Da rein. Und Kontrolle. Jawohl. Hätten wir. Gut. Eigentlich in Ordnung. Also, schnappen wir das Gleis. Dann nehmen wir dann das Schnelle. Wir wissen nicht, was wir für eine Lokomotive nehmen. Und wir werden das natürlich mit zwei Gleisen machen. Aber jetzt nehmen wir mal dieses erste und gucken, wie wir hier unter die Erde kommen. Und wie wir dann hinten wieder rauskommen. Ob wir überhaupt unter die Erde kommen? Ja. Ja, doch, so geht's. Okay, nee, es geht nicht. Moment. Müssen wir nochmal ein bisschen basteln. Steigung zu groß. Ach. Ja, eine Brücke geht fast immer, aber ich möchte jetzt eben hier mal ausnahmsweise keine Brücke haben. Sondern ich möchte hier tatsächlich unter die Erde, dass wir hier eine Unterführung haben. Sozusagen eine unterirdische Flying Junction. Das gestaltet sich aber eher schwierig, wenn das... Ah, so geht's. Okay. Jetzt sollten wir es aber nicht so lang bauen. Ja, dann verschiebt sich das Portal wieder. Moment, wir machen das so. Oh, Moment, nee, das ist natürlich Käse. Wir müssen ja... halt. Wir müssen ja das Portal vielleicht vor der Schiene haben, nicht dahinter. Das bringt natürlich überhaupt nichts. Also wir müssen vor der Schiene unter die Erde kommen. Da sieht man, das klappt nicht. Gut, dann machen wir das anders.
Hier nochmal kappen. Zack, zack, zack. Und früher abwärts bauen sozusagen. So, wenn wir jetzt schon hier abwärts gehen, ja, dann kommen wir da eher rein. Jetzt sind wir viel zu früh im Prinzip unter der Erde. Wir müssen es so machen. Okay, wenn wir jetzt hier das Gleis noch ein bisschen, oder das Portal ein bisschen näher ranbringen würden. Ja, nicht wirklich. Okay, das ist aber auch in Ordnung. Wobei, irgendwie ist das schade. Ich stelle mir gerade optisch sowas Bestimmtes vor. Wir machen ja mal nochmal ein paar Meter gerade. Okay, und gehen jetzt mal runter. So, dass das Portal eben relativ nah hier dran wäre. Genau so. So ist okay. Nur das noch so ein bisschen drehen, ist es noch besser. Und dann machen wir hier mal ein ordentliches Portal hin. Das würde klappen, sodass man das eben noch sieht, wenn man hier mit dem Hybrid und so durchfährt. Jetzt bräuchten wir es aber. Ja, das geht halt nicht. Das muss ich bauen und je nachdem nochmal kurz kappen. Das war eben... jetzt hat es mir das Portal wieder verhauen. Moment, das hatten wir, glaube ich. Dass wir hier eine Kurve hinkriegen und wieder aus der Erde rauskommen, relativ vernünftig schnell. Mal gucken, wo das der Fall wäre. Wenn wir es so bauen, dann hier oben. Ja. Naja. Das sieht aus, als käme man nicht aus der Erde raus. Ohne, dass wir da irgendwie an... docken bei der Straße. Und das gefällt mir irgendwie nicht. Aber schon interessant, dass das irgendwie, wenn wir anlegen, dann kann diese, ja, diese Beuge im Prinzip gemacht werden. Wenn wir das nicht machen, dann kommen wir hier nicht raus. Wie sieht es denn aus, wenn ich das anlege hier? Beziehungsweise gleich mal ransetze. Das sieht so aus, dass es nicht funktioniert. Und wenn ich so mache, hier wieder mit diesem Portal... von hier hinten, hier nach vorne, unten durch ist gut, weil das ist Autobahn, da müssen wir sowieso im Prinzip unter der Erde. Ja, da sieht man schon, da sind wir natürlich so weit unten, dass wir jetzt da noch nach da hinten kommen. Das wird dann eher ein bisschen knifflig wahrscheinlich, wenn ich hier rüber gehe. Ja, da sind wir halt, nee, da sind wir viel zu weit unten. Wir müssen mal kurz schauen, wenn ich das tatsächlich hier nochmal kurz kappe. Also diesen einen Teil, da sollte ja nicht das ganze Tunnel weg sein dann. So, mitnehme. Hier maximale Höhe. Mal hier hin und dann in kleinen Schritten bauen. So, mal gucken, wie weit wir kommen. Ah, dann kommen wir doch schon hier raus. Und das ist eigentlich, was ich wollte. Sehr schön. Gerne bei der Straße. Dann gibt es hier nochmal einen Bahnübergang. Das ist völlig in Ordnung. Jetzt bauen wir da aber keine Brücke, sondern flach. Und das klappt auch. Da ist jetzt hier diese Straße im Prinzip im Weg. Aber die ist natürlich auch im Weg, wenn man es genau nimmt, hier für diese Züge. Bevor wir hier was machen, schauen wir mal, was wir hier an Linien haben, die hier verkehren. Diese Gleise sind belegt, die hier auch. Okay, wenn wir dann hier rauskämen, genau, dann haben wir gesagt, gehen wir da vorne nachher unter der Brücke durch. Das machen wir auch so. Dann düsen wir jetzt irgendwo auf einem von diesen beiden Gleisen lang. Das heißt, dann nehmen wir die mit. So, dass die hier rauskommen, beziehungsweise zuerst mal das hier. Gucken, ob wir um die Kurve kommen. Ja, wäre wahrscheinlich schon nicht ganz verkehrt, wenn wir irgendwie diesen Knubbel da weg hätten. Ich schau mal, ob das klappt. Doch, das geht. Dann haben wir hier halt eine leichte Bremse. Das ist aber egal. Da ist ja dann sowieso der Bahnhof. Dann können wir das Teil zumindest für den Moment mal noch stehen lassen. Jetzt müsste das aber das linke Gleis sein. Wir schauen mal. Ah, wir haben noch gar nichts gemacht in Sachen zweiten Gleis. Okay, dann müssen wir es einfach so machen, dass das dann automatisch das linke Gleis ist. Das heißt, wir müssen hier so rüber. Und das klappt sogar. Für einmal haben wir das Glück, dass wir auf der richtigen Seite sind. Auch schön. So, ist mir klar, das ist ein Personenzugbahnhof. Wir fahren da auch nur durch. Also da werden wir nicht anhalten. Das bringt natürlich nicht viel. Wir könnten höchstens das Ganze so machen. Nee, eben, ist ein Personenzugbahnhof. Ich wollte gerade sagen, dass wir hier dann die Lebensmittel abladen. Das können wir aber nicht. Das müssen wir hier hinten. Mit dem gleichen Zug. Das wäre die Idee gewesen. Das wird aber wahrscheinlich nicht funktionieren. Oder wäre zu umständlich. Wir werden das dann vermutlich mit einer separaten Linie lösen. So, gehen wir mal bis hier hin. Und machen hier Kollege Weiche hin. Das klappt auch. Sehr schön, wunderbar. Signale folgen. Erstmal die Strecke weiterbauen. Das geht dann hier rein. Machen wir hier doch gleich mal eine X-Weiche hin. Was wir haben, das haben wir. So, hier rüber und das klappt sogar perfekt und dann geht das hier hinten dann eben wieder raus und legt hier sozusagen wieder an. Ich meine, das mal ein bisschen gebogener.
oder näher hier ran schon. Oder wir machen es ganz anders. Wir kommen von hier und gehen hier rein. Dann haben wir sozusagen einen natürlichen Schwung. So, gleich mal dich noch mitnehmen. Und dann gleich wieder die Weiche installieren. So, machen wir mal bis hier hin. Mal gucken, mal gucken. Jawohl, das klappt auch. Heute ist der große Weichentag. Da funktioniert das. So, und jetzt werden wir hier natürlich einfach dem Gleis folgen. So, so lange wie es geht. Das ist eh relativ lange. Man hätte jetzt vielleicht noch überlegen können, ob wir nicht sogar das bestehende Gleis mitnutzen wollen. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Aber ich muss sagen, ich finde so vier gleisige Abschnitte einfach relativ sehr cool. Und es ist ja nicht allzu lange. Hier vorne, wie gesagt, da gehen wir wieder raus. Mit einer Kurve. Und das machen wir jetzt gleich mal, bevor wir irgendwas anderes machen. Um zu gucken, ob das funktioniert, dass wir hier unten durchkommen. Ja, das klappt definitiv. Okay, wo geht's dann hin? Ja, dann da in den Bahnhof rein. Das ist gar nicht so schlecht. Vielleicht sogar ein bisschen weiter hier vorne. Rüber. Ja, ist eigentlich egal. Wir müssen so oder so mit dem Tempo runter. Es hilft nichts. Und das ist das Gleis, links oder rechts? Das rechte. Das heißt, wir müssen hier gucken, dass wir auf der rechten Seite auch noch mit dem Gleis durchkommen. Das wäre jetzt der Fall. So, nehmen das mit. Sehr schön. Ich mag es halt, wenn Züge unter Brücken durchfahren, wo oben dann eben auch schon... Falsches Gleis. Nein. Wo oben dann eben auch schon Züge rumfahren. Ich glaube, jetzt habe ich da vorne allen Ernstes das falsche Gleis wieder erwischt. Echt jetzt? Wir werden es gleich sehen und entsprechend... Ja, ist ja egal. Okay, kappen wir. So. Weg mit dir. Und dann hätten wir hier gerne kurz Wischmob. Dann können wir das wieder reparieren, dann sieht man das nämlich nicht mehr, dass da mal ein falsches Gleis war. Das ist sehr, sehr nett, dass man das so machen kann. Dann kann man seine Fehler vertuschen, unter anderem. Wo wollen wir denn hier rein? Ich würde schon sagen, wahrscheinlich hier außen. Wenn wir, oder sollen wir hier rein, dann könnten wir... Ne, primär müssen wir wahrscheinlich eher in die Richtung. Wir gehen da rein. Wir machen hier sowieso ein Gleisvorfeld. Machen das mal so. Reservieren müssen wir uns nichts. Wir gehen jetzt hier aber erstmal ein bisschen raus. So, die Straße da, die kommt natürlich weg, wenn sie stört. Also falls sie stört. Das wissen wir aber erst später. Sie stört. Weil ich kriege meine Weiche hier nicht hin. Dann müssten wir sie davor machen. Ja, können wir natürlich auch. So, dann ist... Hallo, geht hier auch nicht. Irgendwie, ich habe doch gar noch gesagt, heute ist Weichentag, denkste. Heute ist nicht Weichentag. Ist das nicht angelegt, das Ding? Doch, in die Richtung geht's. Aha. Okay. Aber das kann ich jetzt nicht bauen. Ich muss gucken, dass wir hier irgendwie... Ja, sonst müssen wir hier halt nochmal so eine Schlaufe ziehen. Das ist ja eigentlich auch egal. So, ich gebe nicht auf. Irgendwie, das ist nicht angelegt. Moment. Irgendwas stimmt nicht. Machen wir nochmal. Da, hier geradeaus. Und dann machen wir das anders. Wir legen das hier an. So. Verbinden es jetzt. Und jetzt müsste es eigentlich tatsächlich zusammengehören, das Ganze. Denkst du irgendwas? Kollision bei der Terre-Angleichung. Das hat wahrscheinlich... Ich schätze, das hat mit der Straße zu tun. Mal gucken, ob es klappt, wenn wir das eben so machen. Und jetzt hier diesen. Ja, dann haben wir aber zumindest die Meldung interessanterweise nicht mehr. Dann ist nur Steigung zu groß, dass es nicht geht. Okay. Dann gibt es eine Oldschool-Weiche. Die kriegen wir hier aber eben auch nicht hin. Da haben wir genau irgendwie ein bisschen zu wenig Platz. Da müssen wir die später machen. Gut. Zweites Gleis mitnehmen, damit ich weiß, welches das ich dann da oben brauche. Das wäre jetzt mal so. Und dann diesen hier. Das würde sogar klappen. Machen wir mal. Nehmen das mit nach hier. Wunderbar. Und hier verbinden. Und hier unten natürlich noch ein neues Dingens hinstellen. Mit Schranke. Neues Dingens mit Schranke, genau. So, nehmen wir die. Ja, bestens. Gut, dann geht das hier lang. Und die anderen Gleise, die gehen wahrscheinlich sowieso in die Richtung. Wobei, die brauchen noch Nahrung. Das heißt, ja gut, da können wir das zweite Gleis hier nehmen und hier geradeaus gehen. Also das wird auch funktionieren. Das werden wir sehen. Wir machen hier sowieso noch ein Weichensystem hin. Apropos Weichensystem, uns fehlt jetzt hier ja tatsächlich noch die Weiche in die andere Richtung. Machen wir mit anderem, mit altem Gleis, also mit nicht schnellem. Jetzt ist ja die Krümmung zu groß. Liebe Straße da vorne, ich bin kurz davor, dich zu demontieren, weil das ist irgendwie Käse, so muss ich sagen. Also, kappen wir. Sie ist so oder so im Weg.
und bauen wir neu. Brücke oder Unterführung, werden wir gleich sehen. So, du kommst auch nochmal weg, hier haben wir noch nichts gemacht. Dann haben wir nämlich jetzt den Platz, dass wir hier was machen können. Oh, jetzt haben wir hier tatsächlich nochmal das Problem. Aber das stimmt doch auch was nicht. Warum sieht man hier Schnee? Lass mich mal nochmal kurz gucken. Das machen wir nochmal kurz neu. So, aber dann wieder mit dem Gleis. Zack, da rein. Und wenn wir dich jetzt mitnehmen, dann sollte der Schnee eigentlich weg sein. Und dann müsste es doch möglich sein, jetzt hier, jawohl, so eine Weiche hinzustellen. Da ist die Übersteigung zu groß, vielleicht in die Richtung. Nein. Aber jetzt haben wir wenigstens genug Platz für die Oldschool-Weiche. Gut, passt. Strecke soweit fertig. Also wir kriegen hier die Nahrungsmittel schon mal hin. Das passt. Moment, ist denn der Bahnhof? Der ist natürlich so nicht wirklich mit denen verbunden, stelle ich gerade fest. Weil die Straße nicht mehr verbunden ist, weil irgendwie das ist alles viel zu weit weg. Da müssen wir mal schnell gucken, also müssen wir den nochmal bauen. Da ist ein kleiner Denkfehler drin. Zweiter Straßenanschluss. Kollision, der würde da rausgehen. Ja, wir müssen den Bahnhof nochmal kappen. Das funktioniert so gar nicht. Das ist aber nicht schlimm, weil das kostet nichts. So, Bahnhof. Wo bist du? Der hier war's. Okay, wir haben ihn nochmal in der gleichen Dimension. Jetzt müssen wir den tatsächlich drehen, dass die Straße auf die andere Seite guckt, damit wir hier tatsächlich Zugang haben. Also ein bisschen weiter weg. Das ist eh auch nicht schlecht. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Weg. Vorne mit dem Gleis. Mal gucken. Kollision, Kollision, Kollision. Hier wird es dann klappen. Wir haben die Linie ja noch nicht eingezeichnet. Also das ist ja wirklich von vorne bis hinten kein Problem. Zack. Straße machen. Jetzt die Straße hier, die ist natürlich, die hat sich sozusagen erübrigt. Und hier hätte ich das Ganze halt gerne, wenn es irgendwie geht. Genau. Gerade. Das ist auch nicht gerade. Das wäre gerade. Damit noch Kurve hier rein. Und jetzt müssten wir das Teil eigentlich haben. Haben wir auch. Wir haben aber das Teil nicht. Weil hier vorne. Ja, da ist der Straßenanschluss. Das könnte man je nachdem regulieren, wenn wir. Jetzt haben wir halt hier wieder keinen zweiten Straßenanschluss gemacht. Kann ich den noch nachträglich jetzt? Ja, jetzt geht's. Okay, das wenden wir schnell an. Dann können wir je nachdem hier irgendwas mit einer Unterführung oder so machen. Dann ist auch diese Straße hier nicht ganz so nutzlos. Gleich mal anschließen. Moment. Ne, machen wir anders hier gerade. Und dann mal gucken, ob wir es hier rankriegen. Jawohl. Und hier vorne. Auch, ja. Das ist sogar relativ sehr gerade geworden. Hätte ich nicht mal gedacht. Jetzt müssen wir die beiden Gleise nochmal machen. Hier rein. Und hier rein. Jetzt könnte man nochmal gucken wegen einer Weiche. Ob wir die vielleicht sogar hier rankriegen. Wir testen das mal. Falls ja, werden wir die andere einfach kappen. Wenn die hier funktioniert. Jawohl, die funktioniert. Okay, Bagger. Dann kommt die Oldschool... Ah, Volltreffer. Dann kommt die Oldschool-Weiche wieder weg. Und dann haben wir es tatsächlich doch noch geschafft, dass wir das installiert haben. Haben wir irgendwas vergessen? Von wegen Straße oder so? Nein. Die sind ja alle da, wo sie hingehören. Die haben wir noch gekappt. Das war die für die hier. Das heißt, die haben jetzt im Prinzip hier keinen Anschluss mehr an den Rest der Welt. Gut, machen wir auch noch. Wir kappen das Teil. Schnappen uns hier wieder die Straße. Und machen hier, ich würde sagen, eine Unterführung. Weil das mit der Brücke, das haben wir doch schon ein paar Mal gehabt, dass eine Brücke hier über den Güterbahnhof rüberführt. Und eine Unterführung hatten wir bis jetzt noch eher selten. Wir bauen das mal. Jetzt nehmen wir es mit. Nach hier hinten. Ziehen es unter die Erde. Und wunderbar, das passt eh schon. Vielleicht sogar ein bisschen mehr noch nach da. Ja, machen wir mal so. Okay. Einmal eine Kurve hier lang, da rein. Wunderbar, passt. Gut, dann haben die einen Anschluss da dran. Dann ist die Straße auch noch versorgt. Jetzt fehlen hier eigentlich noch, ja, die Signale und die Linie. Also, Linie. Von hier nach hier unten. Hier hinten, wo ist mein Bauernhof? Da. Zack. Okay, beziehungsweise auf dem Bahnhof klicken ist da auch hilfreich. Jetzt sieht man, die Signale fehlen noch, die kommen. Jetzt kommt hier aber erstmal Vieh, Getreide.
Ja, Stecherschleuse. Schleuse, Moment. War ein I zu viel. Okay, haben wir auch. Dann machen wir mal die Signale. Zack. Mal ganz hinten gucken. Nehmen wir mal das hinterste. Das haben wir sicherlich noch nicht allzu oft genommen. Das ist ein Schwebebahnsignal stehen. Das können wir nicht gebrauchen. Dann nehmen wir eben die hier. Die achten. Sind das die achten? Jawohl. Okay, einmal so. Gegensignal hier vorne. Das wird dann doch wahrscheinlich wieder ein bisschen längere Züge geben. Da brauchen wir auch einen gewissen Abstand. So, machen wir hier. Beziehungsweise im Moment, da ist ja die Bahnhofseinfahrt. Da hätten wir im Prinzip nicht mal ein Blocksignal. Das ist hier ja noch im Prinzip das Gegensignal des Ganzen. Machen wir hier mal noch einen Block hin ins Tunnel rein. Nehmen wir die normalen Signale. Okay, da lang. Dann gibt es hier vor dem Bahnhof ein Signal. Auch wenn wir hier vielleicht auf der Straße stehen ein bisschen. Gegensignal nehmen wir das da. Dann geht das hier durch. Hier hinten wieder raus. Das heißt, wir haben hier wieder ein Signal. Und hier vorne ein Gegensignal. Machen wir mal hier hin. Dann müsste eigentlich für den Block hier noch reichen. So, hallo IC. Auf großer Fahrt. Hier runter, da können wir nochmal einen Block setzen. Hier rüber. Machen hier glatt gerne nochmal einen kurzen Block. Das ist dann je nachdem das Gegensignal bereit. Hier die Weiche. Jetzt mal kurz die Strecke begutachten. Ja, ja, das ist okay, das reicht. Die müsste jetzt ja theoretisch auch zweigleisig sein, die Linie. Und das ist sie auch bestens. Wir brauchen ein Depot. Wir haben nirgends ein Depot hier in der Nähe. Ganz klar, sind komplett neue Strecken. Ich würde, wenn, ein Depot dann eher hier vorne hin machen. Einfach, weil das ein großer Bahnhof ist. Das sieht dann auch ein bisschen nach was aus. Wohin mit dir? Hier werden Gleise rausgehen, hier werden Gleise rausgehen. In diesem Bereich natürlich nicht. Deswegen würde ich vorschlagen, wir stellen da ein Depot hin und am besten eins mit ein bisschen ordentlicher Größe. Das wäre, Moment, das hier. 240 Meter, jawohl. Und dann gerne mit vielen Toren. Wow, und dann ist das Depot ist bald gleich groß wie der riesige Bahnhof. Das hat aber schon was Nettes. Da füllen wir hier natürlich alles nochmal mit Gleisen, wenn wir das so machen. Wenn wir dich so drehen, wie sieht es dann aus? Kommen wir da noch rein? Nee, da hängen wir sogar in den Bahnhof rein. Im Prinzip, weil wir zu lang sind. Wenn wir 60 Meter machen, das ist zu kurz. 180. Das würde eigentlich funktionieren. Da kämen wir eigentlich in jedes Gleis rein. Sollen wir das mal so machen? Wir haben das noch nie so gemacht. Dass das Depot im Prinzip im rechten Winkel zum Bahnhof steht. Wir testen das mal. Zack, mal gekauft. Huch, jetzt fährt meine Tastatur wieder davon. Ich wollte so schwungvoll, elegant hier runter. Und dann hat mich die böse Tastatur reingelegt. Ja, im Prinzip so. Nee, geht nicht. Schade. Wo kommen wir denn rein? Da oben kommen wir rein. Ich würde das glatt mal so machen. Das würde heißen, für hier oben bräuchten wir dieses Gleis, wenn es denn funktioniert. Das würde funktionieren. Dann machen wir hier eine Weiche in die andere Richtung, dann kommen wir eigentlich darauf. Oder wie sieht das cool aus? Das ist halt die Frage. Mal hier lang gehen. Irgendwie so, in die Richtung. Das können wir natürlich auch machen. Das ist ja alles Bahnhof. Hier vorne ist eigentlich egal. Wenn hier was durchgeht, da können wir mit den Gleisen drüber. Das geht schon. Sollen wir das so machen? Dann geht es in die Richtung. Ja, das passt. Machen wir mal. Was wir mit den anderen Gleisen machen, gucken wir, sobald wir dann dazukommen. Das wird eh nicht lange gehen, denn sobald die natürlich hier jetzt Vieh und Getreide haben, werden wir dann dazu übergehen, dass sie auch die Lebensmittel hier abtransportieren und dann kommen die anderen Gleise dann eh dazu. Gut, wir bräuchten dieses Depot und wir bräuchten ein paar Züge, die uns Getreide und Lebensmittel bringen. Machen wir mal elektrisch, schauen, was wir hier alles haben. Die dürfen gerne ein bisschen schneller sein und es dürfen gerne Lokomotiven sein, die wir noch nicht x-mal haben. Die haben wir mit Sicherheit noch nicht, das wüsste ich. Es hat auch eine BR193 Vector und die haben wir hier mit der Box Express und mit der hier haben wir die BR193 auch schon. Das heißt, die haben wir schon zweimal und ähnlich. Dann würde ich noch mal kurz gucken, was anderes nehmen. BR145 HGK. Güterverkehr Köln, das ist doch schön. 140 km/h.
Das ist nicht schön. Das ist mir zu langsam. Wobei, die Wagen bremsen auch nochmal. Wir machen die 140er-Variante. Machen gerne eine Doppeltraktion, diesen Güterzug. Ich finde das immer relativ schick. Dann nehmen wir die Wagen. Und nehmen... Ja, wir werden jetzt wahrscheinlich wieder die gleichen Wagen wie immer nehmen, wenn wir irgendwie Güter, also Lebensmittel und Vieh transportieren, ganz einfach. Weil wir dann auf Automatik stellen können. Dann kann der Zug selber bestimmen, was er mitnimmt. Ansonsten... Hier, die würden Vieh mitnehmen. Ansonsten haben wir das Problem, dass da immer das eine dann liegen bleibt. Also, weil wir zu viel Vieh mitnehmen und zu wenig Getreide und umgekehrt. Da sollen wir ja mal... Wisst ihr was, wir spielen ja nicht wirtschaftlich. Jetzt muss ich mir das selber nochmal sagen. Dann können wir das auch so machen, dass wir da unterschiedliche Wagen nehmen. Wir nehmen Wagen, die Vieh transportieren und wir nehmen Wagen, die Getreide transportieren. Wir schauen mal, was wir hier Schönes haben. Nein, 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 das sind die Rungenwagen auch nein. Die hier haben wir schon x-mal. Die auch. Die hier bringen nichts. Was bist du für ein Kollege? Getreide. Mit 113 km/h. Wird dann noch ein bisschen langsamer. Ist eigentlich egal. Nehmen wir. Getreide müssen wir dann aber eben nicht wirklich kennzeichnen. So, machen wir mal den so lang. Und jetzt bräuchten wir irgendwas, was Vieh transportiert und vielleicht ein bisschen auch danach aussieht. Also würde es Vieh transportieren. Glaube, irgendwo hier oben hatten wir doch irgendwie so ein Gerät. Vieh? Nein. Nein, haben wir auch schon benutzt. Rohöl, 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 alles mögliche, aber kein Vieh. Die Kesselwagen sind nicht wirklich geeignet. Hier haben wir doch noch was. Vieh, na da haben wir es doch. Machen wir hier die Cargo-Variante mit Vieh. Jetzt müssen wir denen hier aber sagen, dass sie Vieh transportieren, weil sonst nehmen sie auch das Getreide noch mit. Und dann bleibt das Vieh liegen, weil die Wagen hier ja eh schon Getreide transportieren. Wir machen mal... Wir haben überall über 300 Meter. Also dann können wir das hier auch machen. Machen wir wirklich einen langen Zug. 302 Meter. Okay. Und davon gerne, ich würde mal sagen, 4 Stück. Wieder ins Depot schicken, weil es zu viele sind. Das können wir sie jederzeit. Hybrid, Hybrid, Treibstoff. Moment, da muss ich ein bisschen zurück. Hier, Viehgetreide, Stecher, Schleuse wäre das. Das scheint zu klappen. Wir gucken mal, wer hier rauskommt. Jetzt würde ich aber auch ganz gerne noch ins Depot rein. Ja, das sieht doch ordentlich aus. Hier müssten noch Züge stehen. Ich weiß gar nicht, könnte man das machen? Dass man hier Fake-Züge ins Depot reinstellt, dass die im Prinzip im Depot drin bleiben? Ja, im Prinzip schon. Man muss einfach auf die Linie setzen, so wie den hier, dann stoppen. Dann müssten die doch hier drin stehen. Das müsste man sich mal überlegen, weil das würde sicher auch cool aussehen. Das Problem ist, man sieht sie dann von außen nicht. Sondern man sieht sie dann natürlich immer nur, wenn man mit einem neuen Zug rausdüst. So, den schauen wir uns noch an. Mitfahren werden wir aber in der nächsten Folge, würde ich vorschlagen. Schön, die Wagen auch sehr nett. Möchte ich die anderen Wagen noch sehen. Die kommen da hinten irgendwann. Sehr nett. Sehr detailreich hier mit den Schriften und so weiter. Cool. Jetzt müssten eigentlich die anderen kommen. Kann das sein? Ja, das sind die Cargo-Wagen. Da müssen wir dann mal gucken, wie das aussieht, wenn die beladen werden. Ich glaube, die haben irgendwie noch so eine spezielle Animation, wenn ich mich nicht täusche. So, und der Zug, der hat aber tatsächlich eine gewisse Länge. Guck mal, da kommen jetzt noch ein paar Wagen, bis wir da fertig sind. Hier mal reingucken. Ist das der letzte? Jetzt habe ich wieder das Schlusszeichen vergessen. Ah, das vergesse ich jedes Mal. Aber das ist ja kein Drama. Das ist ja nicht bindend. Okay, so lang sieht er gar nicht aus, obwohl der tatsächlich mit 300 Metern wahrscheinlich der längste Zug auf der Anlage ist. Aber irgendwie die Kesselwagen-Züge sehen fast ein bisschen länger aus, finde ich. Komischerweise. Wahrscheinlich, weil die Wagen selber schon eine gewisse Länge haben. Aber trotzdem, ein sehr netter Zug. Die Doppeltraktion natürlich auch immer sehr schön. Gefällt mir. Gut, eben mitfahren machen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Und dann sehen wir uns bereits morgen ja wieder zur Mitfahrt mit diesem Zug. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.